Darauf, da bin ich wieder, Veganox Barbecue. Heute gibt es das letzte Adventsspezial dieses Jahr, und zwar Adventsspezial Nummer 4 zum vierten Advent. Wir machen heute einen klassischen, richtig leckeren Eierpunsch oder Eggnog genannt. Und wer mehr wissen will, der bleibt einfach dran. Genau, wir machen heute einen Eierpunsch. Ne, so eine richtig schöne, klassische Sache. Der ist auch nicht schwer, man braucht nicht viele Zutaten und ich finde super lecker. Ich trinke den lieber auch am Weihnachtsmarkt als Glühwein oder ähnliches. Ist einfach meins. Und da ich gestern hier eine kleine Feier hatte und so 30 Leute begrillt habe und auch das ein oder andere flüssige Getränk hatte, brauche ich den auch heute. Als Konter sozusagen. Was wir dafür alles brauchen, zeige ich euch jetzt eben kurz. Wir brauchen einen lieblichen Weißwein, wir brauchen natürlich einen Eierlikör, wir brauchen Orangensaft, dann brauchen wir ein bisschen Zimt, ein bisschen Vanillezucker und ich habe noch so für die Zierde hinterher eine Zimtstange und ein bisschen Sprühsahne brauchen wir, also Schlagsahne. So, und das ist eigentlich auch schon alles. So, und wie man den jetzt mischt, gut, da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Ich finde, das geilste Mischungsverhältnis ist, wenn du alles zu gleichen Teilen nimmst. Also gleicher Teil Eierlikör, wie Wein, wie Orangensaft. Das erhitzt du schön, so dass es nicht kocht. Dann machst du da noch Vanillezucker rein, bisschen Zimt rein und dann haust du dir das kurz bevor es am Kochen ist ins Glas und genießt es einfach nur. Und genauso werden wir das heute machen. Ich werde es hier in so einem gusseisernen Topf machen. Da passt nur ein Liter rein oder ein bisschen mehr wie ein Liter. Ich werde vor allem hier 300 Milliliter nehmen und dann passt das schon. Und das Päckchen Vanillezucker, das werde ich nicht ganz reinmachen, so zu drei Viertel ungefähr. Also ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und mixen alles zusammen, damit wir das gleiche schön aufs Feuer legen können. Also. Okay. Ich habe es ein bisschen versaut beim Einschütten. Aber was soll's. Jetzt ist das so, das gehört halt auch dazu, dass so was mal schief geht. Das Wetter ist ja heute auch nicht so optimal. Aber da machst du nichts. Trotzdem werden wir den jetzt schön genießen. Und die Zimtstange hier, die ist natürlich nur zur Zierde. Können noch einen Löffel reinmachen. Aber die hatte ich gerade noch. Also, jetzt wollen wir erstmal probieren. Also, Prost und schönen vierten Advent. Sehr lecker. Ich finde, das ist die geilste Mischung, wenn du wirklich alles zu gleichen Teilen nimmst. Das ist richtig lecker. Boah, das ist richtig heiß. Oh, der schmeckt ja wirklich gut. Ja, so ein Eierpunsch, der geht halt immer, ne? Finde ich. Was sind nur eure Lieblings-Hot-Cocktails? Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare hier drunter. Würde mich mal interessieren, damit ich auch Anregungen für nächstes Jahr habe. Lecker mit der Sahne. So Leute, es war ein schönes Wetter, aber den trinken wir jetzt in Ruhe aus. Ich würde sagen, ihr abonniert doch noch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Da wird dann auch wieder mehr gegrillt. Versprochen. Also, Prost. On the first day of Christmas, my true love gave to me a
Partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. So Leute, letzter Schluck. Tschüss.